Herzlich willkommen von Woma Adventure in dieser wunderschönen Natur. Ich bin ja jetzt gerade im Moment, wo ihr das seht, noch in Serbien vor der Grenze, habe meinen Morgenspaziergang gemacht und man hätte auch hier hinten sogar noch besser stehen können, aber ich bleibe ja nicht lange, ich schlafe fast nur über Nacht und dann geht es ja weiter, aber hier hinten vor der Grenze am Fluss. Ein super Platz, ey. Da kann man auch ein paar Tage bleiben, da hat man seine Ruhe. Also, dann fahren wir jetzt dann bald mal zur Grenze. Dem Fluss Cerna, schön angeschrieben. Oh. Serbische Grenze habe ich erreicht. So, ich bin jetzt an der bulgarischen Grenze. Internet musste ich den Anbieter wechseln, hat es nicht automatisch gemacht. Ja, aber ich bin ja bei Free, das funktioniert eigentlich auch in der Türkei, auch in Russland, auch in Kasachstan. Ich habe das schon 6 Jahre, ich bin sehr zufrieden. Wir machen 35 Giga für 20 Euro, Free Frankreich also. Ja, da gibt es Automaten, könnt ihr einfach eine Karte rauslassen, müsst halt eine Adresse in Frankreich angeben, wie auch immer. Ich kam gerade an die Reihe, da musste ich schnell unterbrechen. Ich bin jetzt drin in Bulgarien. Der wollte noch schnell gucken, was das für ein Fahrzeug ist. Und hat schnell reingeguckt, das war's. Ja, Autobahngebühr über 3,5 Tonnen kann man bei Tollpass die App runterladen und da könnt ihr das Fahrzeug registrieren und dann relativ einfach buchen. Es ist auch nicht so teuer. Habe ich gleich gemacht. In der Wartezeit. Jetzt geht's rein in nach Bulgarien. Gleich nach der Grenze, die unter 3,5 Tonnen können auch da eine Vignette kaufen oder eben online. Jetzt bin ich gleich durch Bulgarien durchgefahren und jetzt stehe ich an der Grenze zur Türkei und hoffe, dass alles schnell und gut geht. Das ist bulgarische Seite. So, neuer Morgen, Mann, ey, gestern am Zoll, hey, das ging lange, die machen offenbar ein bisschen mehr Kontrolle wegen den Konflikten, vermutlich auf der Welt, und ich musste da durch den X-Ray, pro Auto hatten die mindestens 10 Minuten und vor mir waren noch 12 Autos, also ich habe sicher insgesamt 6 Stunden gebraucht, nach dem X-Ray nochmal Kontrolle. Ja, und dann konnte ich endlich gehen, dann war es schon fast dunkel, 8 Uhr abends. So, und heute Morgen früh los, 6:30 losgefahren und keine paar Kilometer und schon Stau. Und zwar voll mit LKWs über irgendwie ein paar Kilometer. Und irgendwie konnte ich dann die Autobahn verlassen. Und zwar bin ich durch die LKWs durchgezirkelt, um da wieder rauszukommen. Und jetzt bin ich da in Udine und bin gerade zum ersten Mal am Tanken. Der Preis kostet 1,25 etwa. Ja, jetzt fahre ich wieder auf die Autobahn. Am Ende des Staus gab wohl ein Camino-Unfall und da war alles voll mit LKW, mit Trucks. Ja, übrigens bin ich mit meinem Diesel von Spanien, habe ich nochmal vollgetankt, alles bis in die Türkei gekommen. Habe sogar noch etwa 40 Liter drin gehabt, das ist toll. Jetzt habe ich 200 Liter mal getankt.
und sollte reichen bis Ende von der Türkei. Ja. Kurze Pause und eine Raststätte. Und gefühlt sind hier nur LKWs unterwegs, das ist der Wahnsinn. Komm, Haus, komm hier. So, jetzt fahren wir weiter. Haus, hopp, hopp. Braver Hund. Schnelle Pause gemacht, bei einer Raststätte konnte ich ein bisschen aufs Land fahren. Die Wölfe sind da ein bisschen rum am Toben gewesen. Ich habe sie gerufen, sie kommen sofort, damit wir wieder weiterfahren können. Jetzt verlasse ich den europäischen Kontinent und fahre über die Bosporusbrücke auf den indischen Kontinent rüber. Auf dem asiatischen Kontinent fahre ich natürlich rüber. Heute knapp 400 Kilometer gefahren und jetzt treffe ich mich mit dem Feig, der war mal auf dem Video, ein Schweizer Türke, der wartet da auf mich. So, da warten die zwei schon auf mich. Ackerland. So, da gehen sie des Weges. Sie fahren wieder ins Erdbebengebiet und helfen da. Wieder, er hat ja da ein Haus und ja, ganz gute, viele Kontakte. Sie haben sehr viel geholfen da, muss ich sagen. Bin ich 100 Kilometer weitergefahren in ein Dorf, um nämlich meine Autobahngebühren aufzuladen. Das macht man hier bei der PTT hinter mir. PTT Post kann man sie aufladen, aber die nehmen keine Kreditkarte. Und ich hatte immer noch keine türkische Lira. Dann habe ich einfach ein paar junge Leute angefragt, nämlich die da mit diesem Auto da, genau. Die waren gerade am Ausladen, das sind glaube Händler, und die haben mir dann freundlicherweise türkische Lira getauscht. Ja, super, jetzt konnte ich meine Autobahnmaut aufladen mit 1000 Lira, das sollte wieder ein Weilchen reichen. Jetzt gehe ich mal in ein türkisches Café und wurde schon eingeladen hier, freundliche Leute. Ich sage eigentlich meistens, wenn ich wirklich Zeit habe, nehme ich mir die Zeit und sage eigentlich ja, weil die freuen sich immer, wenn man ihnen Gesellschaft leistet. Jetzt bin ich ein paar Meter aus dem Dorf gefahren, um was zu frühstücken, habe schön gefrühstückt und bin jetzt gleich wieder eingeladen worden, hat schon zweimal gefragt und ja, jetzt trinke ich halt noch einen Tee, weil sie sind so gastfreundlich und da ist man fast unhöflich, wenn man das ablehnt. Der Letzte wollte mir aber noch zu essen geben und sonst noch Getränke. Da habe ich dann gesagt, ist gut, ein Tee ist mehr als genügend. Gleich hinter diesem Hütchen steht mein Camper, auch die Hunde sind willkommen. Es hat hier Straßenhunde, hier wohnt der Herr. Das ist der, ja, mit seiner Familie. Es gibt Baklava zusätzlich und seit langem wieder mal Limonade. Süß, aber ja, ich werde es überleben. Mir ist die Milch ausgegangen, jetzt bin ich in diesem kleinen Dorf hier
hat aber keinen Laden. Ja, jetzt frage ich halt die Leute, es hat zwar fast keine. Und jemand hat jetzt Milch organisiert, frische Milch von der Kuh. Bei der Moschee soll ich hin, da gibt es dann 5 Liter. Ich habe nämlich ein Gefäß. 5 ist zwar ein bisschen viel, mal schauen. Jetzt mal schauen. Sie hat gesagt, ich soll zur Vorderseite der Moschee gehen und dann bringt mir jemand Milch. Also, jetzt warten wir. Und die Hunde müssen natürlich draußen bleiben. Ja, jetzt kommen 2 Frauen und dann habe ich denen gesagt, dass jemand mich hierher geschickt hat. Und jetzt hat eine die Kante genommen, also den Kanister da, und ist weggegangen. Und jetzt holt sie, glaube ich, Milch irgendwo, keine Ahnung. Jetzt hoffe ich nicht, dass es doppelt kommt. Übrigens schlage ich mich super durch mit Google-Übersetzer, also Sprachnachricht kann man da und auch die Leute können reden, also das ist wunderbar. Heute kommt man irgendwie so klar, man braucht halt Internet. Kleines Dorf ohne Einkaufsmöglichkeiten. 5 Liter Milch, ich muss die aufkochen, ich glaube die hält nicht lange. Und, vielleicht noch was einfrieren, weil das brauche ich nie im Leben, aber egal. Ich habe 200 gegeben, hatte keine Ahnung, was es kostet, und er kam mit 100 wieder zurück. Also, passt tiptop. Und meine 2 Wölfe wollten nicht warten, die sind weg. Ich denke, sie sind zum Camper. Ansonsten finden sie ja den Weg. Da sind sie wieder, die Hirtenhunde. Ich habe ihnen zu essen gegeben. Meine haben auch gerade gehabt. Und der behauptet sich, Angie wollte ihn wegscheuchen. Der Junge da, der hat Angst vor Angie. Aber der, kein Problem, der isst sich jetzt satt. Ja, 4 Liter Milch habe ich in den Tiefkühler getan. Musste ein bisschen Platz machen. Bin gerade am Morgenspaziergang, da in der schönen Natur am Fluss entlang. So sieht das aus hier, hey, wunderschön. Das macht Spaß. Okay, in der Türkei muss man sich aber an den Abfall gewöhnen. Man braucht eine Begabung, um das Schöne zu sehen und nicht den Abfall, der liegt nämlich überall rum. Leider, ja. Und da hinten steht der Camper. Ganz alleine, schön. Und hier noch für nahe mein Platz. Die Hunde haben Fluss zum Trinken. Ich bin jetzt mit Pause durchgefahren bis runter ans Meer nach Samsung, Schwarze Meer, und das, ja, immerhin bewegt sich da der Zug. Vorher blieb er nämlich stehen, das kann dann länger dauern, je nachdem wie viel Kilometer das Teil ist da. Schafinvasion! Da vorne ist der Jan und Angie ist unter dem Auto. Hat am Anfang gebellt und gemerkt, jetzt bringt es nichts. Oh, und da kommt ein ganz mutiger. Da unter dem Auto seht ihr Angie, die muss dem Ganzen zugucken.
2 Tage war ich jetzt, oder 2 Nächte an diesem schönen Strand. Aber heute kommt mein Sohn an in Trabzon und jetzt muss ich natürlich mehr Wasser haben. Und Wasser ist immer ein guter Tipp hier bei Moscheen. Da gibt es eigentlich immer Wasser, wenn man dazu fahren kann. Und da tanke ich jetzt Wasser. Ja, neu der Bequemlichkeitshalber habe ich da oben, da ist sie nicht so im Weg, eine Schlauchrolle montiert. Und dann kann ich einfach rausziehen, genau so, und kann zum Wasserhahn. So sieht das dann aus, und damit ich weiß, wie lange das geht, habe ich hier einen Wasserzähler. Der war mal bei 11, jetzt ist er, ja, er schwankt, he? Also 11 Liter pro Minute, jetzt kann ich etwa ausrechnen, wie lange das dauert. Also etwa gute 20 Minuten auf 200 Liter, so, das geht noch. He? Jetzt mache ich mir einen Kaffee in dieser Zeit, ich muss mir keine Sorgen machen. Jetzt gehen wir mal in eine türkische Bäckerei rein. Bure! Oi, ist das? Ekmek, türkische Ekmek! Türkische Ekmek! Guck mal den Back oben an, der ist ja riesig! Und das Brot auch. Türkische Ekmek, türkisch! Türkische Ekmek! Oi, 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 oi! Da, ja, der Teig, Teigmaschine. Also diese Brot sind riesig. Ihr seht hier, das hier, ein halbes. Das ist schon zu viel. Ja, ja, ich hab's schon gesehen, die Teigmaschine. So, jetzt hat er ein kleines gemacht für mich. Das reicht. Ja, die haben gleich ein paar junge Mädchen geholt zum Englisch übersetzen. Die haben Freude an mir und auch an den Hunden. Habe ich die Hunde rausgelangt? Nicht alle Türken haben Angst vor Hunden. Also, ich werde zum Chai eingeladen. Ich nehme das natürlich gern an. Für sie ist das eine Ehre, wenn da mal so ein ulkige Tourist da ist, jetzt, ja. Also sogar die ältere Dame guckt jetzt auf meinen YouTube-Channel. Ich habe gesagt, sie kommen dann da vor im Video und die haben mega Freude. Jetzt sucht sie meinen Channel. So, das war es. Man lernt immer ein paar Wörter. Gülle, gülle. Ciao. Tschüss. Was ich dazu noch sagen muss, ist, ja, die Eltern haben immer Freude, dann holen sie die Kinder, weil die lernen ja Englisch in der Schule und dann kommen die Kinder und ja, dann sollten die Englisch reden, aber die verstehen eigentlich fast nichts, außer how are you oder what's your name, und das war's dann. Der Rest muss dann halt Google machen, aber es ist amüsant. Steht hier in Trabzon, direkt vor dem Flughafen in einem Park, und da warte ich auf meinen Sohn mit seiner Frau. Ja, hier fliegen die Flieger gerade knapp so über meinem Camper durch, aber nicht allzu viele. Ansonsten ist es hier sehr laut, nichts für mich zum Übernachten. Also, dann, das war's von mir, und ihr hört wieder von mir in einer Woche. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und tschüss.